willkommen. Dankeschön. Willkommen zu Was liest du? Unserer langen Buchnacht im WDR. Heute aus dem mit 800 Menschen völlig ausverkauften Eiffelturm-Theater in Köln. Wir werden Ihnen wieder lustige Bücher vorstellen. Lustig in dem Sinne, dass es eben auch Stellen gibt, über die man sehr lachen kann. Es gibt ja sehr, sehr viele auch lustige Bücher, die man begeistert durchliest mit so einem blöden Grinsen und liest sie nicht aus der Hand. Aber es sind eben nicht so Stellen, wo es einen schier zerreißen möchte. Und ich hoffe, dass wir solche Stellen heute dabei haben und dass Sie diese Bücher dann natürlich auch kaufen und zu Weihnachten verschenken, zu Hunderten und Aberhunderten. Und jetzt stelle ich Ihnen erstmal unseren heutigen Gast vor. Wie soll ich sagen, ein großartiger Kollege, ein begnadeter Schauspieler, aber Sie werden ihn, denke ich, in erster Linie in Ihr Herz geschlossen haben als die Mutter aller Blondinen. Meine Damen und Herren, Ralf Morgenstern! Ja, mein Lieber, das hast du sehr schön gesagt. Vielen Dank. Danke. Ja. So, und ja. Wie ist es? Gut, danke. Gesundheitlich ja. Trotz der... Gesundheitlich auch sehr gut. Ich freue mich auf Weihnachten. Ja. Und ja, auf viele schöne Bücher zu lesen. Gut, was hast du uns mitgebracht? Ich habe mitgebracht von Harald Martenstein, Wachsen Ananas auf Bäumen, wie ich meinem Kind die Welt erkläre. Eben kurz, Harald Martenstein ist ein Journalist, so in unserem Alter, 54 ist der junge Mann, und ist Chefreporter beim Berliner Tagesspiegel und schreibt auch seit Jahren eine wunderschöne Kolumne in der Zeit. Und schreibt eben auch seit ein paar Jahren wunderschöne Bücher. Zum Beispiel aus dem ich oder wir heute vorlesen wollen. Dann gibt es noch mal, ich glaube, das habt ihr schon, hast du mit Dirk Bach gemacht, das ist Vom Leben gezeichnet, auch ein sehr schönes Buch. Und er hat seinen ersten Roman jetzt geschrieben, Heimweg. Wir sind synchron, guck mal, ohne zu gucken und ohne anzuatmen. Zwillinge seit der Geburt getrennt. Ja. Ich habe irgendwann mal dann mir auch den Bart wachsen lassen. Aber Jürgen konnte sich noch nicht dazu durchringen, sich die Haare abzurasieren. Und unsere Wachstumshormone sind in unterschiedliche Richtungen gegangen. Ja, das stimmt. Wobei unsere Kittel, die nähern sich auch immer mehr an. Ja. Also, dieses ist eigentlich das erste Kolumnenbuch, ja, was wir heute machen. Das zweite hatten wir schon mal. Das dritte nehmen wir in der nächsten Reihe. Also kaufen Sie das aber auch erst dann, damit der Mann denkt, das hat alles mit unserer Sendung zu tun. Es geht im Wesentlichen oder sehr häufig, muss man sagen, um sein Kind und ihn. Das Kind ist da, glaube ich, 9. Ne? Mittlerweile ist es älter. Und geht auch schon nach außen, das Kind. Und weil es immer, weil der Junge immer gefragt wurde, Mensch, bei deinem Vater, stimmt das denn alles? Und der Junge hat auch zumindest einen Artikel geschrieben über sein Leben mit seinem Vater Harald Martenstein, weil der Junge kriegte natürlich, weil die Bücher sehr erfolgreich und wie ich finde, die witzigsten Bücher überhaupt für Nichtleser sind, als Einstieg, weil die Geschichten sind relativ kurz und man kann so nach 3 Minuten das Buch wieder weglesen und sagen, ich habe was gelesen. Ja. Ja. Ja, dann fang mal an. Ich fang mal an. Da geht's bei dir, glaube ich, um Urlaub. Ja. Und Hilfsbereitschaft im Urlaub. Hilfsbereitschaft, die kleine Geschichte heißt Das Reisen. Also Herr Martenstein ist einmal im Jahr immer mit seinem Sohn, als er noch kleiner war, in Urlaub gefahren. Und gesagt, das machen nur wir Männer. Und in diesem Fall sind sie in Griechenland. Die gut aussehende ältere Frau aus Griechenland existiert ja praktisch nicht. Außer vielleicht in Athen oder Saloniki. Griechinnen sind jung und schön und tragen Miniröcke. Oder sie sind alt und knorzig wie ein Olivenbaum und tragen schwarze Kutten.
Dazwischen gibt es nichts. Die ältere Frau in Minirock und tief ausgeschnittenem Pulli, die gesundheitsbewusst lebt und Kim raucht und am Strand einen Bikini in der Farbe ihres Lidschatten trägt, ist eine Errungenschaft der Industriegesellschaft, bei deren Konstruktion die Deutschen besonders erfolgreich waren. Ähnlich wie beim Automobilbau. Wir waren zu zweit, das Kind und ich. Er nennt in dem Falle seinen Sohn immer das Kind. Ja. Jedes Jahr verreisen wir einmal gemeinsam. Das hat sich irgendwann so entwickelt. Auf Kreta waren wir mit zwei Rucksäcken unterwegs, einem sehr großen und einem sehr kleinen. Aber wir sind schon am zweiten Tag in Georgiopolis hängen geblieben. Die älteren Damen haben mir immer gute Ratschläge gegeben. Jeden Tag 2 bis 3. Sie müssen das Kind aber auch eincremen, sagten sie. Und vergessen Sie das Hütchen nicht. Wenn Sie mit dem Kind an den Strand gehen, dabei lächelten Sie. Es war ein falsches Lächeln. Ich lächelte zurück. Das ist ja noch eine schöne Stelle, dann, wo Sie auf dem Balkon festhängen. Ja. Sie beiden, also der Junge und der Vater, schließen sich auf dem Balkon aus. Kommen nicht mehr rein. In der Sonne. Die Sonne geht natürlich auf. Und er ist nur damit beschäftigt, sich in die Sonne zu stellen, damit das Kind Schatten hat. Hat aber Griechisch nur aus diesen Reiseführern gelernt, wo nicht drinsteht. Das ist ja hier da gleich die Zeit. Unser Balkon lag zu einem Parkplatz hin. Der Parkplatz war menschenleer. Die Zikaden sangen ihr ewiges Lied. Ich klopfte gegen die Balkontür. Was hieß überhaupt Hilfe? Wir werden gebraten auf Griechisch. Ich rief laut, Kalimera, Okiyamas. Das hieß alles nicht Hilfe, aber es würde die Menschen vielleicht neugierig machen und herbeilaufen lassen. In dem Sprachführer Griechisch unseres Reiseführers stand, was Schuhgeschäft und Hafenamt und bitte überprüfen Sie die Bremsen hieß. Aber sowas Praktisches wie Hilfe stand da nicht drin. Unsere Ausrüstung bestand aus 2 Badehosen, einem Plastikeimer und einem Plastikschäufelchen. Eingecremt waren wir noch nicht. Die griechische Sonne stieg und stieg. Obwohl es mir ein bisschen peinlich war, schrie ich mehrfach und mit verzweifeltem Unterton den Satz, bitte überprüfen Sie die Bremsen. Und das Wort Schuhgeschäft vom Balkon hinab. Doch die Rufe verhallten ungehört. Strand gehen, sagte das Kind. Setz dich mal da in die Ecke, erwiderte ich. Jetzt darfst du vor allen Dingen keinen Sonnenbrand kriegen und ich muss vor allem die Ruhe bewahren. Mit meinem Körper gab ich dem Kind Schatten. Gleichzeitig versuchte ich mit dem Plastikschäufel die Balkontür zu öffnen. Man musste die Kante des Griffs vorsichtig in das Schlüsselloch einführen. Nein, besser mit der Schaufel aufstemmen. Oder vielleicht unten, wenn man unter dem Türschlitz nach dem Riegel angelt. Griechische 70er-Jahre-Balkontüren. Gegen deutsche 90er-Jahre-Plastikschaufeln. Material- und verarbeitungstechnisch war es ein Kampf der Giganten. Nicht vergessen, dem Kind während des an der Tür herumbastelns mit dem Rumpf Schatten zu geben. Und die Sonne stieg. Also es geht gut aus. Nein, das musst du noch weiter. Das muss ich noch weiter. Das ist so schön hier. Am Abend auf der Hotelterrasse machte das Kind einen tadellosen Eindruck. Fröhlich, weißhäutig, mit einem ganz leichten Braunstich. Es hat gar nicht mitgekriegt, in welcher Gefahr wir schwebten. Es war ja noch klein. Ich dagegen war rot verbrannt. Geschwollene Nase, tränende Augen. Der Kampf gegen die Tür hatte fast 2 Stunden gedauert. Währenddessen hatte ich dem Kind Geschichten aus der griechischen Mythologie erzählt. Die Argonauten, Troja, Odysseus, Ikarus, der Junge, der zur Sonne flog. Sie müssen aber auch daran denken, sich selber einzucremen, sagten die gut aussehenden älteren Damen. Das mit dem Kind klappt ja schon recht gut. Wunderbar.
Ja. Schön bei den Sachen ist ja auch, es erklärt sich alles selber. Ja. Weil es sind ja Kurzgeschichten. Das ist wahr. Insekten. Wir saßen in unserem Lieblingslokal, das Kind und ich. Unser Lieblingslokal hat einen Garten mit einem Baum darin und eine Theke mit einem Zapfhahn daran. Da ist gut sein. Für das Wohlbefinden des Kindes sind die Ameisen zuständig. Das Kind setzt sich in eine Ecke und baut aus Steinchen ein Ameisengefängnis. Ameisen, die sich nicht vorschriftsmäßig verhalten, werden mit Steinchen zerquetscht. Ameisen, die durch Befolgung der Vorschriften Langeweile hervorrufen, werden ebenfalls mit Steinchen zerquetscht. Das Kind hat keinen aufgeklärten Rechtsstaat im Geiste Voltaires errichtet, sondern ein faschistisches Terrorregime. Halt! Was macht es jetzt? Oha, es holt sich Streichhölzer. Das Kind zündet ein Streichholz an. Es hält das Streichholz an die Ameisen. Scheiterhaufen, Inquisition. Das Kind durchlebt die katholische Phase. Dazu juchzt es und gluckst vor Glück. Sollte man eingreifen? Es gibt in dieser Familie eine Ameisentraditionslinie. Als ich ein Kind war, habe ich einmal hunderte von Ameisen, das heißt, vielleicht waren es in Wirklichkeit nur 45, also diese unübersehbar große Ameisenmenge gesammelt und in ein mit Sand und Grünzeug gefülltes sogenanntes Einwegglas interniert. Die Ameisen sollten einen Staat gründen. Mir war nicht klar, dass Ameisen dazu eine Königin brauchen. Ich dachte, die Ameisen könnten es ja mal mit einer Republik probieren. Aber um echte Republikaner sein zu können, fehlt den Ameisen doch einiges. Nicht zuletzt der Wille. Das Glas mit dem sozialen Experiment darin stand eine Weile auf dem Fensterbrett. Die Ameisen krabbelten unschlüssig umher, dann fiel das Glas hinab, es zerbrach und das royalistische Pack suchte unter lauten »Hurra, es lebe die Königin!« Rufen das Weite. Es gab im häuslichen Umfeld eine Menge Ärger und noch so manchen Abend kratzte man sich vorm Schlafengehen verstohlen an der Halsbeuge oder im Schritt. Nochmal geschichtliche Aufklärung. Durch Herrn Martenstein gibt es in der Kurzgeschichte Wurst. Mhm. Gott der Herr sprach, ihr Völker der Welt, Essen fassen. Und Gott der Herr verteilte unter den Völkern die Lebensmittel. Zu den Franzosen sagte Gott, Franzosen, das Schaf sagt überall auf der Welt, mäh, mäh. Das heißt auf Französisch, aber, aber. Die Kuh sagt, mu, mu. Das heißt, weich, weich. Diese Koinzidenz finde ich der allerhöchste lustig. Deshalb bekommt ihr Franzosen den Käse. Tout le fromage. Zu den Italienern sagte Gott, wegen der Mafia kriegt ihr die Teigwaren. Die Italiener sagten, danke schön, aber was hat denn die Mafia mit den Teigwaren zu tun, Dio mio? Aber Gott, der Herr, war schon längst beim nächsten Volk. Ihr kriegt alles, was faulig riecht und glibbert, sagte Gott zu den Engländern. Das ist die Strafe für die Spice Girls. Für die Ermordung von Lady Di, für das betrügerische Wembley-Tor und was ihr sonst noch auf dem Kerbholz habt. Ihr kriegt den Reis, sprach Gott zu den Indern. In eine Schale passen sehr viel Reiskörner hinein und in das Land Indien passen sehr viele Inder hinein. Gute Begründung, was? Und Gott der Herr näherte sich Japan. Die Japaner standen dicht an dicht und riefen, Fisch, gib uns Fisch, Herr. Schau mal, wir sind eine Insel, da macht Fisch Sinn. Gott, der Herr hasste die Besserwisser. Andererseits war er kein übler Kerl und konnte schlecht Nein sagen. Fisch, sagte er,
Na gut. Aber die Fähigkeit, Fisch zu kochen, die gebe ich euch nicht. Den Kochfisch kriegen die Schweden. Ihr aber seid von nun an dazu verdammt, alle Lebewesen der See, seien sie groß oder klein, roh zu essen. Mehr noch, ihr sollt aus allen Lebewesen des Meeres Röllchen rollen und höllisch scharfen Meerrettich dazu tun, der euch den vorlauten Mund verbrennt. In 1000 Jahren komm ich wieder, mal sehen, ob euch der Fisch dann immer noch schmeckt. Und Gott sah zu, dass er schnell aus Japan wegkam. Du, mein geliebtes Volk der Spanier, bekommst von mir, dem Allerhöchsten, die Krustentiere. Und als Zugabe stark gesüßten Wein, von dem man sich nach dem 3. Glase übergeben muss. Frag nicht warum, nimm es einfach. Dann kam Gott, der Herr, zu den Deutschen. Sprache. Also nehmt's mir nicht übel, aber ihr habt irgendwie Wurstgesichter. Soll ich euch die Wurst geben? Nein, 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 das wäre zu naheliegend. Das wäre ja ein Klischee. Von mir wird zu Recht erwartet, dass ich kreativ bin. Also gab Gott, der Herr, den Deutschen den Brokkoli. Und damit hatte niemand gerechnet. Gott, der Herr, freute sich über seine Idee und klatschte in die Hände so ausgiebig, dass er Afrika bei der Ausgabe der Lebensmittel übersah. Die Hawaii-Inseln beschenkte Gott mit prächtigen Ananasbäumen, deren Früchte golden im Wind schaukelten. Das waren die schönsten Früchte der Welt. Doch ein Jammern und Wehklagen ging durch Hawaii. Wir sind Seefahrer, riefen die Hawaiianer, wir können nicht gut klettern. Daraufhin sagte Gott, wer nicht will, der hat schon. Und er vergrub die Ananas in der Erde, denn es gab Tage, an denen er einfach nicht Nein sagen konnte. Wenn die Menschen heute vom goldenen Zeitalter sprechen, dann meinen sie die Zeit, als die Ananas noch auf Bäumen wuchs. Die Wurst aber hat Gott der Herr den Polen gegeben. Ja, weil die Polen im Gegensatz zu den Deutschen für wenig Geld Autos reparieren, Wohnungen streichen und Spargel stechen. An euch habe ich ein Wohlgefallen. Ihr braucht was Kräftiges, ihr braven, fleißigen Polen, sprach Gott. Polnische Wurst enthält nahrhaftes Fett, würzige Chemikalien, verschiedene Säugetiere, 2% Kerbtierflügel, keinerlei Vitamine. Ja, genau so muss eine Wurst schmecken. Kinder lieben polnische Wurst. Zum Dank für die Wurst wurden die Polen ein besonders gottesfürchtiges Volk. Und alle paar Jahrhunderte reparieren sie für ganz wenig Geld den Himmel. Das zweite Buch des heutigen Abends, meine Damen und Herren, heißt Anselm im Glück. Der Autor ist Axel Marquardt. Dieses Buch erhalten Sie bei 2001, dem verdienten Verlag und Versand. Und Axel Marquardt ist Jahrgang, gar nicht mehr so jung, 43. Ja. Und in Insterburg geboren, lebt und wirkt aber jetzt in Hamburg als freier Autor. Er war auch mal Kowalski-Redakteur, die mittlerweile leider verstorbene andere Satirezeitung. Er hat sehr viele Bücher schon veröffentlicht, hauptsächlich Lyrikbände, auch komische Lyrikbände. Dieses ist sein erster Roman. Ein zweiter ist, wie man hört, in Arbeit. Und das ist ein Buch, was auf eine mich sehr angenehm berührende Art wieder die
zurückgeht zur fontanischen Forderung, ein Roman soll eine Geschichte erzählen, die man glaubt. Später kam ja dann der Bewusstseinsstrom in Mode. Er erzählt hier eine Geschichte, das schreit nach Verfilmung. Es ist ein geschriebenes Roadmovie, aber man glaubt die Geschichte nicht. Das ist das Schöne. Also es passiert so viel wie sonst in 10 Büchern. Und der Held gerät von einer Bedrohung in die nächste und immer kommt auch eine Lösung, das ist also das Deus Ex Machina Prinzip, um aber darauf nur noch in eine schlimmere Klemme zu geraten. Ich finde das Ganze hochironisch erzählt, man legt es aber nicht aus der Hand, weil man auch wirklich wissen will, was ihm nun wieder für eine Wolte einfällt. Hat mich alles ein bisschen an Bodo Kirchhoffs Schundroman erinnert. Ja, ein bisschen. Und ich habe beim Lesen, also ich habe es auch in 3,5 Stunden bin ich durch und habe mir zwischendurch wirklich gewünscht, weil er so brillant schreibt, das Buch könnte dicker sein. Das war, wir fangen am Anfang an. Das ist mal schön. Sie sehen wirklich, ne? Erste Seite, ja. Immer schön. Der erste Versuch, seine Augen zu öffnen, schlug fehl. Irgendein Klebstoff hielt seine Lider hartnäckig fest. Er versuchte es noch einmal und dann ein drittes Mal. Und da endlich sprang der rechte Augendeckel hoch. Gleich danach auch der linke. Der Wecker wiederholte sich. Es wunderte Anselm zunächst nicht, dass er alles um sich herum nur verschwommen wahrnahm. Der Schrank, der Tisch, die Stühle waren seltsam konturenlos und verschoben sich leicht bei der Drehung seines Kopfes. Das gibt sich, dachte er. Das gibt sich. Es gab sich nicht. Ich muss mir die Augen reiben, dachte er, dann geht das weg. Da erst fiel ihm auf, dass er eine Brille trug. Aber er trug keine Brille. Normalerweise, er hatte noch nie eine Brille getragen. Ein Kassengestell für Damen. Der Abend musste ihm entglitten sein. Seine Erinnerung reichte noch bis zu dem Zeitpunkt, an dem Günni ins Kap gekommen war und ihm einen Whisky mit den Worten auf den Tisch gestellt hatte, der Alkohol schmecke ihm heute nicht, er habe schon alles versucht. Das war der Whisky, den er sich nicht mehr hätte leisten können, sowohl von der Höhe der Zeche her als auch des Alkoholspiegels. Danach musste dann die Brille ins Kap gekommen sein und sich ihm auf die Nase gesetzt haben. Die Sache würde sich schon klären. Es war nicht das erste Mal, dass er eine Trophäe mit nach Hause brachte. Der merkwürdigste und bisher als einziger ungeklärte Fall war der eines lebenden Hamsters mitsamt Futter für 2 Tage gewesen, den ein Unbekannter in der Innentasche seines Mantels ausgesetzt hatte. Das Tier hatte bei ihm trotz intensiver Pflege nur 14 Tage überlebt. Woraus er schloss, dass es ein Weibchen gewesen sein musste. Das kann man, glaube ich, verraten, ohne zu viel vorwegzunehmen. Es gibt natürlich auch eine Liebesgeschichte. Es gibt eine Liebesgeschichte, ja. Weil wir uns diese beiden teilen, ja. Das ist, glaube ich, ja, die 83. 83. Oder? Ja, es könnte das sein. Ist die 83. Du gibst. Ich gebe den Anfang und dann gibst ja. Du. Es sieht erst aus wie ein, also Rita. Und ich muss das ganze Französische gedrissen lesen. Hinten, das musst du machen. Also er lernt Rita kennen, das ist in Frankreich. Und eine junge Frau, die Anselm sofort zu Herzen ging. Vermutlich zunächst, weil sie einen riesigen Rucksack trug. Trotzdem leicht und kerzengerade direkt auf seinen Tisch zuschwebte. Anselm hätte diese Wahl gerne als die bewusste Entscheidung für ihn als Konversationspartner und Vertrauensperson gedeutet, konnte aber nicht übersehen, dass sein Tisch der einzige war, an dem noch Platz war. Das Frauenbild von Anselm geht so ein bisschen eindeutig in eine Seite, in ja, eine du. Richtung. Also, die lernen sich kennen und so. Und er hat ein Hotelzimmer und lädt sie eben ein. Dann zahlten sie und gingen die paar Schritte zum Grand Hotel. Als sie in seinem Zimmer waren, sagte Rita, sie sollten erst gar nicht das alte Ich auf der Couch, du im Bettspiel anfangen, dazu sei sie zu müde. Das Bett sei breit genug für beide, sie würde ihm schon nichts tun. Sie zogen sich aus und krochen unter die Decke. Anselm war so aufgeregt,
dass er gar nicht merkte, wie betrunken er war. Er hatte Rita nur ein paar Sekunden nackt gesehen, aber das genügte schon, um ihn halb wahnsinnig zu machen. Nahezu 2 Jahre lang hatte er es in den Nächten, in denen er nur halb besoffen ins Bett gegangen war, mit Masturbieren versucht, weniger weil es ihm Spaß machte und Befriedigung brachte, sondern eher mit dem Gedanken, dass das Zeug ja irgendwie raus müsse. Nun? Nein. Nun lag er neben einer wunderbaren Frau, nur so weit von ihr getrennt, dass er die Wärme ihres Körpers spüren, ihren Atem hören konnte. Er nahm all seinen Mut zusammen, berührte mit zitternden und feuchten Fingern ihren Rücken. Lass das! Brummte Rita. Ich mach mir nichts aus Männern. Anselm brauchte ungefähr 2 Stunden, um sich davon zu überzeugen, dass er keinen Grund hatte, sauer auf sie zu sein. Dass es ihr gutes Recht war, lesbisch zu sein und dass es vielleicht besser so war. Weitere 2 Stunden später hatte er sich vom Gegenteil überzeugt. Er verfluchte alle Lesben dieser Welt und weinte ein wenig. Jetzt denkt man, nicht. Und jetzt kommst du mit dem Happy End. Jetzt komme ich mit dem Happy End? Ja. Also jetzt sind wir schon in Liguri. Rita kam erschöpft aus der Küche. Und als sie sah, dass an dem Tisch kein Stuhl mehr frei war, setzte sie sich einfach auf Anselms Schoß. Das war zu viel für ihn. Er hatte den ganzen Abend vergebens gegen seine Sehnsucht angetrunken und nun wurde er mit einem Schlag von Ritas Nähe und Wärme überflutet und ihr Duft drang mühelos durch seine Das war zu viel für ihn. Er hatte den ganzen Abend vergebens gegen seine Sehnsucht angetrunken und nun wurde er mit einem Schlag von Ritas Nähe und Wärme überflutet und ihr Duft drang mühelos durch seine olfaktorische Barriere von Wein und Grappa. Ich weiß, ja. Olfaktorische Barriere von Wein und Grappa, ja, ist klar. Ich weiß ja, dass du für Männer nichts übrig hast, aber kannst du heute nicht mal eine Ausnahme machen? Rita lachte. Ich für Männer nichts übrig? Wie kommst du denn darauf? Ja, aber du hast es mir doch selbst gesagt. In La Grave, im Grand Hotel. Ach, was? Das sage ich immer, wenn ich müde bin oder gerade keine Lust habe. Wirkt todsicher. Das war Anselm im Glück von Axel Marquardt und Wachsen Ananas auf Bäumen von Harald Martenstein. Das M, welchen Buchstabe macht er in der nächsten Sendung? Martenstein, N. Marquardt, N. Ja, das ist vergangen wie ein Hauch. Wie ein Hauch. Genau. Wie ein Hauch. Das war das Wort, wonach ich suchte. Ja, und wir gehen jetzt zu mir. Wir gehen jetzt natürlich. Natürlich. Meine Damen und Herren, Ralf Morgenstern. Jürgen von der Lippe. Hoffe, hat Ihnen ein bisschen gefallen. Dann schauen Sie beim nächsten Mal auch wieder rein, wenn es heißt, was liest du? Guten Abend, kommen Sie gut heim, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.